So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Werder News Folge. Heute mit den folgenden News, und zwar: Benjamin Goller fällt wochenlang aus. Diego steht vom Karriereende, unsere Legende. Was passiert noch in der Transferperiode? Dazu hat Frank Baumann ein Interview gehalten, aber alles weiteres nach dem Intro. Also bis gleich. Ja, dann fangen wir mal mit dem ersten Thema an, und zwar: Benjamin Goller fällt wochenlang aus. Weshalb, sage ich euch jetzt. Und zwar hat er eine Verletzung im Sprunggelenk, dementsprechend fällt er ja auch jetzt aus. Deswegen, wann er wieder zurückkehrt, ist nicht bekannt. Ob er wieder zum Auftakt da ist, ist auch nicht bekannt. Und ja, ich wünsche Ihnen aber alles Gute. Ich hoffe, er wird bald wieder gesund. Ich hoffe, er ist zum Auftakt wieder da, weil ich will ihn in der Bundesliga sehen. Und ja, dann gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar: Diego steht vom Karriereende. Unsere Legende hat uns ja schon vor einiger Zeit verlassen. Aber jetzt scheint es auch so, dass er sich von dem Fußball verabschieden wird. Und zwar meinte er, er wird sich jetzt selber monatelang Zeit geben, ob er aufhören wird oder nicht. Falls er nicht aufhören wird, will er noch ein Jahr im Ausland, also außerhalb von Brasilien, spielen. Werder Bremen natürlich. Und ja, danach will er aber auch seine Karriere beenden. Irgendwann ist es auch Schluss. Er ist mittlerweile 37 Jahre alt, also echt krass. Und ja, ich hoffe, er kommt nochmal zu Werder. Richtiges, geiles Comeback. Würde ich einfach geil finden. Frank Baumann wieder Masterclass. Selbst wenn er nicht Stammspieler sein wird. Ich will ihn einfach wieder im grün-weißen Trikot sehen. Wäre geil. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar: Was passiert noch in der Transferperiode? Und zwar meinte Frank Baumann, die Tür steht noch, ein Schlitz noch offen. Und zwar könnte man noch einen Spieler auf der 6er Position holen oder in der Offensive. In der Offensive ist man eigentlich gut besetzt. Sechser könnte man holen, und zwar mit Abilgard, oder ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprochen wird. Sorry Leute. Könnte noch ein Sechser dazukommen. Ja, wäre auf jeden Fall fresh. Man ist auch momentan mit dem Berater in Kontakt. Und weiteres weiß man noch nicht mehr. Und ja. Das war es jetzt auch mit dem Thema, und das waren auch jetzt auch schon alle Themen. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich jetzt. Danke für eure Aufmerksamkeit und lasst doch gerne unten ein Like da und einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Justin.